Jo Leute, was geht ab? Hier kommt schon wieder ganz schnell Folge, denn meine Kamera ist gleich alle und ich muss gleich weg. Also sorry Leute, aber ich versuche jetzt ganz schnell noch eine Folge hinzukriegen und ein kleines Thema habe ich auch dabei, das ziemlich witzig ist. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be taking off a tourniquet. When I burn him and I hit him in this tournament, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. Denn, das werde ich jetzt gleich in der Runde so ein bisschen thematisieren. Ich rede jetzt gerade ganz schnell und ich höre jetzt damit auf, damit ihr euch jetzt hier nicht irgendwie... LOL, ich habe das Jump in One geschafft. Okay. Und zwar das Thema dieser heutigen Folge liegt darin, dass es einfach eine Gaming-Software gibt für diese Maus. Also die Logitech G502. Hört sich jetzt noch nicht besonders spektakulär an, auch nicht diese Map, Alter. Aber ihr werdet gleich etwas merken. Das ist auf jeden Fall ziemlich merkwürdig an dieser Maus. Obwohl, also so eine Gaming-Maus vereinfacht dir allgemein ziemlich viele Sachen. Wie zum Beispiel, ja. Genau das, ne? Also wie zum Beispiel das Shiften, das Steuerung drücken auf der Maus und das F5 drücken, wenn ihr das eingestellt habt. Und es gibt dabei Logitech, sitzt aber noch etwas drauf. Und zwar ist es möglich mit der Gaming-Software eine bestimmte Taste in einer bestimmten Zeit automatisch klicken zu lassen. Und jetzt denken sich wahrscheinlich schon ziemlich viele, okay, da könnte man doch mal, das könnte man doch auch in Minecraft benutzen. Und das ist halt so, dass ihr in Minecraft tatsächlich eure Schlagbewegung auf eine Taste setzen könnt. Und jeder, der jetzt ein wenig Grips einsetzt, checkt jetzt ganz schnell, dass es einfach ganz easy ist, ein Clickboard einzurichten. Ich habe das einmal gestern ausprobiert und es funktioniert einfach tatsächlich. Ich möchte das natürlich nicht benutzen, also ich habe es wieder rausgemacht, weil ja, ich brauche keine Hacks, auch wenn das kein richtiger Hack ist, aber es wird halt als Hack angesehen. Obwohl es einfach nur eine ganz normale offizielle Seite von Logitech ist, ist das im Prinzip ein Hack. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal recht witzig als Thema. Ich hoffe, meine Facecam kratzt nicht ab. Wenn ja, so, tut mir auf jeden Fall leid, Leute. Ich kann da nichts für, denn ich muss gleich weg. Und ja. Ja, ich baue mich jetzt ein bisschen durch. Ich brauche nämlich auf jeden Fall Spieler. Beziehungsweise ich könnte auch... ich könnte jetzt auch die ganze Zeit abwarten. Ist da jemand? Nein. Scheint nicht so. Ich brauche Spieler, Leute. Ich brauche Spieler. Oh mein Gott, da redet meine Schwester, schreit im Hintergrund. Das finde ich ziemlich geil. Ja, muss man sagen. Vor allem, wenn ich da sage, ich nehme auf und dann die trotzdem rumschreit. Ja, finde ich gut. So, da ist auch niemand auf der Insel. Aber vielleicht kann ich da ein bisschen was looten. Ich guck mal. Da ist sogar jemand. Perfekt, Leute. Das heißt, die hat sogar keine schlechten. Aber die könnte mich jetzt ein bisschen verarschen. Nein, ja. Ich dachte, der Boss bringt mich jetzt weg. Das wäre schon ein bisschen assig. Und tschüss. So, dann... eine Eisenhose hatte ich schon, aber dafür hatte der das und das. Und ein Track hatte er nicht. Nein, schade. Okay, da unten sind noch zwei Kisten, das weiß ich. Oh, Leute, Alter. Ich hoffe, meine Kamera hält durch. Bitte, bitte, Kamera, wenn du das jetzt gerade siehst. Nein, Spaß. Bitte halt noch ein bisschen durch, obwohl du noch 2% Akku hast oder so. Oh, Mann. Okay, die wurden schon gelootet. Kacke. Ich muss es auf jeden Fall noch hin... Komm, warte. Leute, ich muss mal irgendwas meine Kamera checken, ob die noch läuft. Oh, sie läuft noch, aber sie blinkt schon, Leute. Okay, ich hoffe, das Deathmatch fängt jetzt gleich recht schnell an. Aber ja, bis hierhin ist es doch schon ganz nett. Okay, die Kamera blinkt aber schon des Todes und ich muss gleich weg. Ah, alles klar, Leute. Nice auf jeden Fall. Aber, ey, warum leider haben wir denn jetzt auf einmal alle? Ist auf jeden Fall ganz dezent geil. Gönne ich mir auf jeden Fall. Ja, toll. Ich guck mal, ob hier auf dem Biom mal jemand ist. Das scheint... Nee, das scheint noch nicht gelootet zu sein, das Biom. So. Gönne ich mir. Warum sage ich heute so oft gönne ich mir? Weiß ich nicht. Und, jo. Es macht zwar übel Bock, die immer aufzunehmen und so, aber wenn man keine Zeit hat, ist es ein bisschen doof. Aber es macht... Ist ja immer noch so nicht so, das ist ja... nicht euer Problem, sondern meins. Und ja. Oh, Mann! Was ist denn los? Ich fuck gleich hier ab, ey. Ah, alles klar. Das war auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Laut, muss man sagen. Okay, aber da ist auch noch eine Kiste, die könnte ich looten. Looten. Aber ich glaube, das ist hier echt das beste Biom zum Looten, muss man sagen. So, das hier, zack, gönne ich mir. Rot. So. Ja, nice, endlich. Aber eine Minute, was? Spawn. Komm, ich sag ihm, dass er spawnen kommen soll. Weil eine Minute warte ich jetzt hier ganz sicher nicht.
und es rennen Leute bei mir her. Ey, meine Fräse, das gibt's doch nicht. Also, okay. Okay, ich komme. Ich komme. So, jetzt wollen wir den mal ein bisschen von hinten nehmen. So, ich gucke mal, ob er da ist. Und ich denke mal, die Kamera ist bald abgeschissen, weil so lange hält sie das nicht durch. Ah, der ist tatsächlich spawned. Was macht denn der da? Alles klar. Okay, Leute, wenn euch die Runde gefallen hat, dann zeigt mir das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Heute habe ich ein bisschen mehr auf das Thema gelegt, denn das ist auf jeden Fall schon ziemlich merkwürdig. Sagt mir eure Meinung gerne in den Kommentaren zu dem Thema. Würde mich auf jeden Fall echt freuen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal und ciao.